Hallo zusammen. Heute möchte ich euch endlich die Grundlagen zu Alkohol-Ink beibringen. Sieht ungefähr so aus. Ja, und zwar fangen wir mit den Farben an, die man kaufen kann, die ihr braucht. Und zwar gibt es unendlich viele Marken. Ich fange einfach mit diesen beiden hier an. Die wird es auf resin-kunst.de sehen. Ich werde das auch unten verlinken. Und das ist eine deutsche Website, was irgendwie sehr selten ist in diesem künstlerischen Bereich. Man muss irgendwie alles aus dem Ausland kaufen oder es gibt es auf Amazon, aber es ist so schnell ausverkauft. Und zwar haben wir hier einmal Piñata. Ich glaube, das ist das bekannteste von allen. Ist gut, aber eine ziemlich kleine Packung. Wir haben Octopus Fluids. Die haben richtig großen Inhalt. Sind auch super. Und es gibt auch diese Metallic-Farben. Ist jetzt ein bisschen schmutzig. Hier Gold zum Beispiel. Wenn ihr die benutzt, ne, immer schütteln, weil sich das Pigment unten absetzt. Und es ist, also ich sehe immer auf Instagram, manche benutzen Piñata, manche was anderes. Also ich sehe immer, wie das hier gehypt wird. Aber ganz ehrlich, also ich persönlich finde dieses Gold viel besser, weil wenn ich dieses Gold auf mein Bild mache, dann setzt es sich irgendwie so schnell ab, also so nach unten. Und das hier bewegt sich noch ein bisschen hin und her und bildet nicht so einen riesigen goldenen Fleck quasi. Ja, Octopus Fluids hat auch opake Farben, ganz schöne. Die würde ich mir aber erst kaufen, wenn ihr ein Gefühl für Alkoholinks und so weiter bekommt. Dann haben wir noch die hier von, wie heißen die, von Ranger. Die gibt es auf Amazon. Ich habe übrigens einen Amazon-Warenkorb für euch zusammengestellt. Der Link ist unten und da findet ihr eine Übersicht über Alkohol-Inks oder auch Resinart, also Untersetzer und sowas. Weil es ist, am Anfang ist man immer ein bisschen überfordert mit allem. Ja, und dann hätten wir noch diese letzte Marke. Und zwar von Copic. Copic hat eigentlich Stifte für diese Anime-Malerei oder wie man das nennt. Und das sind die Nachfülltinten für diese Stifte. Und die benutzen wir Ink Artists dann für unsere Kunstwerke. Sind Zweckentfremdung. Und ja. So, ich habe direkt mit den Farben gestartet. Ich sollte erstmal erzählen, was das überhaupt ist. Das sind Tinten auf Alkoholbasis. Zum Beispiel ist Acrylfarbe auf Wasserbasis und das auf Alkoholbasis. Und mit diesen Farben können wir so schöne Effekte erzielen, mit wunderschönen Verläufen. Genau. Und diese Effekte erzielen wir aber nicht nur mit dieser Tinte. Man braucht nämlich noch mehr. Und zwar Isopropanol. Das ist purer Alkohol. Wie ihr seht hier, 99,9%. Das benutzen wir zusammen mit den Tinten, damit diese Verläufe entstehen. Es gibt auch extra Blender für die Tinten. Die kann man auch kaufen, aber es ist ein bisschen teurer. Also man kann direkt das hier holen. Ich meine, 91% bis 99% ist gut. Das hier habe ich von eBay. Ist leider ausverkauft, aber ich verlinke euch das trotzdem, dann, damit man etwas vor Augen hat, wonach man suchen muss. Genau, und von Octopus Fluids hier, von der Firma, gibt es Starter-Sets. Da habt ihr direkt die Tinten und Becherchen und hier so ein Alkohol dabei und auch Pipetten, aber dazu komme ich gleich. Es gibt noch eine besondere Alkoholtinte und zwar dieses Piñata White. White. Das ist normalerweise auch in so einem Fläschchen, aber ich habe mir direkt ganz viel geholt, weil es so schnell leer wird. Es gibt noch die Petri Ink Art Technik. Dazu habe ich auch ein anderes YouTube-Video auf meinem Kanal, könnt ihr gucken. Ist auch extrem schön. Wenn ihr das ausprobiert, dann braucht ihr unbedingt dieses Weiß. Ihr müsst nämlich dieses Weiß auf die Tinten tropfen, damit die nach unten sinken. Kein anderes Weiß auf dem Markt funktioniert, damit ihr Bescheid wisst.
So, das sind jetzt die Tinten. Dann erkläre ich euch jetzt, worauf ihr überall malen könnt. So, und zwar gibt es hier das bekannte Jupo Paper. Es ist ein sehr glattes Papier. Vielleicht kann ich hier eine Reflexion einfangen. Nein. Was eigentlich ganz gut für Anfänger ist, weil man so kleine Flächen hat, dann kann man ein bisschen ausprobieren und es tut nicht weh, wenn eine ganze Leinwand hässlich geworden ist. Das gibt es bei Amazon und auch auf resi-kunst.de. Werde ich auch alles verlinken, wie gesagt. Ne? Ja, das Wichtige ist, diese Oberfläche, dieses Papier ist sehr glatt. Ihr könnt das nicht auf normalem Papier machen, weil die Tinte wird versinken. Und diese ganzen schönen Alkohol-Inks-Effekte bekommen wir nur, weil wir die Farben und diesen Alkohol auf der Oberfläche hin und her bewegen. Genau, deswegen werde ich heute euch das auf dieser Fliese hier beibringen. Das ist eine Glanzfliese. Und hier ist zum Beispiel eine kleine Kachel, die ich benutzt habe, einfach vom Obi. Und hier werde ich noch eine Schicht Kunstharz drauf machen und dann als Untersetzer benutzen. Und hier auf diese hässliche Rückseite mache ich so kleine Noppen, damit das nicht so ein ekliges Geräusch ergibt, wenn man die auf den Tisch legt. So, dann kann man das auch auf Leinwänden machen. Aber Leinwände muss man vorbereiten. Man muss die, also man kann entweder mehrmals mit weißer Acrylfarbe oder Primer oder sonst was drüber gehen. Ich habe, glaube ich, 4 Schichten gemacht. Bei einem anderen Werk zeige ich euch gleich. Und erst dann sickert die Farbe nicht durch. Und auch wenn man nur eine Schicht, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich nur eine Schicht Acrylfarbe mache, dann bewegt es sich schon ein bisschen mehr, aber noch immer zu wenig, um schöne Effekte zu bekommen. Ich habe mal getestet, wie es ist, wenn ich das einfach so auf die Leinwand mache. Und das ist passiert. Also ich habe hier keine Acrylfarbe oder sonst was drauf gemacht. Die Farbe ist einfach runtergegangen. Und achtet bitte nicht auf die Zeichnung, ich kann nicht so gut zeichnen. Und die Farbe ist einfach durchgesickert. Ja, und dann kriegt man leider keine Effekte. Ich zeige euch mal eine Leinwand, wo das geklappt hat. Also hier habe ich das, genau, mit Acrylfarbe mehrmals gestrichen. Dann ist das Werk hier entstanden. So. Und eine weitere Möglichkeit ist eine MDF-Platte vom Baumarkt einfach. Die könnt ihr euch dazu schneiden lassen und die kostet auch nicht viel. Ich habe mir, glaube ich, 1 Meter mal 1,20 Meter für 5 Euro geholt. Und ich finde diese riesigen Malunterflächen schön, weil es ist einfacher. Am Anfang, als ich hier rumgespielt habe, und dann macht ihr das mit dem Föhn, aber das erkläre ich gleich auch, dann sind meine Farben immer dahin geflogen und dahin. Und wenn man sowas Riesiges hat, dann ist es einfacher, die Farbe zu kontrollieren. Also, wenn ihr jetzt das ausprobieren wollt, holt ihr euch entweder so einen Block, ich glaube, der kostet 17 Euro oder so, oder ihr holt euch einfach eine einzelne MDF-Platte und spielt auf der herum. Genau. Kommen wir dazu, wie wir die Farben und diese Effekte erhalten. Und zwar, übrigens, wenn ich alles erklärt habe, werde ich mit euch zusammen diese Fliese bemalen, damit ihr seht, was ich da alles erzählt habe und meine. Einmal gibt es den Föhn, die Heißluftpistole und euer eigener Atem. Und bei der Heißluftpistole ist es so, die Luft ist ja heiß. Und das heißt, eure Tinte und euer Isopropanol, die verdampfen sehr schnell. Das heißt, man kriegt es schneller getrocknet, aber das werdet ihr alles besser verstehen, wenn ihr das schon mehrmals gemacht habt. Das würde ich mir vielleicht nur holen, wenn es euch wichtig ist. Am Anfang könnt ihr das mit dem Atem machen, so hin und her. Nur, bei mir ist es so, vielleicht kennt ihr das auch vom Luftballons aufpusten, wenn man zu viel pustet, dann beginnt der Kreislauf irgendwie, dann wird einem schon schummrig. Deswegen würde ich mir einfach direkt einen Föhn holen. Und bei den meisten Ink-Artists sehe ich, dass die so einen kleinen Reiseföhn holen.
Weil ich finde, der hier, der ist irgendwie zu groß und der hat zu viel Power. Ich werde euch auch später, also ganz unten, ein paar gute YouTube-Videos verlinken und ein paar Künstler auf Instagram, die das sehr schön zeigen. Ach ja, und wenn ihr das macht, wenn ihr den Föhn auf der auf der heißesten Stufe habt und das mit dem Juppo-Paper macht, müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil dieses Papier kann sich zusammenziehen, so wie auch mit der Heißluftpistole. Das ist mir leider auch passiert. Aber ihr könnt den Föhn auch auf der kältesten Stufe machen, nur dauert das alles dann viel länger. Aber ihr müsst einfach einen Weg für euch finden. Ja, dann kommen wir zur Sicherheit. Ganz wichtig, weil wenn wir das machen, das Isopropanol, das verdampft ja und das atmen wir ein. Und das kann einfach nicht gesund sein. Deswegen nehmt immer eine Maske, die Dämpfe filtert und Handschuhe. Ich habe natürlich wie jeder Anfänger ohne Handschuhe gearbeitet und dann habe ich Ausschlag und tr sehr, sehr trockene Stellen an meinen Händen bekommen. So, bevor ich jetzt richtig loslege, wollte ich noch eine Technik, sage ich mal, ausprobieren, die ich bei Astuari Art, glaube ich, die verlinke ich natürlich, gesehen habe. Und zwar dieser Faded Look, also dieses Fade, was heißt das nochmal? So verschwommene, verlaufene. Genau, und zwar macht ihr das so. Ich habe hier mein Isopropanol jetzt in ein kleineres Gefäß abgefüllt. Sie tropft ein Tropfen von der Tinte. Und dann macht die mit einem Halbkreis Alkohol drumherum. Okay, das war zu viel. Und dann pustet sie. Ich habe natürlich versagt. Bei ihr sah es ganz anders aus, viel schöner. Aber ich verlinke euch das Video und dann schaut ihr das mal. Ja, und zwar, ich habe mich am Anfang immer gefragt, ob man die Tinte direkt drauf gibt oder vermischt man das. Also die Profis machen das so. Ich mache das ja nicht so oft. Die tun hier ein bisschen Isopropanol rein und dann ein bisschen Tinte. Genau, und übrigens benutze ich heute die Farben von Octopus Fluids. Ich glaube, ich mache so was Goldrotes, so wie hier ungefähr. Ich liebe diese Kombination einfach. Dann machen wir das mal hier rein. Und ich benutze den Föhn. Also ich werde mir demnächst. Oh, hier seht ihr auch, was passiert. Das Gute ist, wenn uns etwas nicht gefällt, dann können wir einfach Isopropanol nehmen und dann reagiert das miteinander und dann können wir das wieder noch schöner machen. Oder wir können das einfach wegwischen. So, also immer die Atemmaske tragen, ne? Ich benutze übrigens immer meine Becher wieder. Und passt auf, wenn ihr die lange nicht benutzt habt und aufdreht, dann krümeln die manchmal runter. So. Wahrscheinlich könnt ihr den Becher einfach schwenken und dann klappt es auch. Ich habe natürlich jetzt Vorführeffekt meine Handschuhe vergessen. Ich ziehe kurz an. So, jetzt gebe ich das einfach auf meine Fliese. Und spiele dann mit dem Föhn quasi rum. Ich sage euch gleich, welche Stufe und so ich nehme.
seht, wie es sich hin und her bewegt. Und jetzt sieht es noch hässlich aus, aber es wird noch schön. Ich mache das immer gerne so, dass ich das Isopropanol einfach auf meine Fliese, MDF-Platte, whatever, tropfe. Und dann meine Farbe da rein tropfe. Das ist auch eine andere Methode. Damit komme ich ein bisschen besser zurecht. Ich benutze übrigens das Rot Red Wine. Und ich nehme noch ein bisschen Schwarz, um dieses leichte Lila hinzubekommen. Und ein bisschen Gold. Das Gold mache ich immer am Ende, damit es sich nicht absetzen kann oder sonst was. Wenn ihr sowas Hässliches hier habt, dann könnt ihr einfach da Alkohol hintropfen. Und da, dann ist es written. So. Ich merke, dass diese Propanol ist schnell verdampft, deswegen schütte ich noch ein bisschen hinterher. Was auch immer schön ist, wenn ihr so zum Rand hin eigentlich so opakes Ergebnis hat. Also wenn das in der Mitte vom Bild ein bisschen dunkler ist und dann ein bisschen, oh, wie heißt denn das? Ihr wisst, was ich meine. Ich mache noch ein bisschen Tinte drauf. Ich mache mal einen Perspektivwechsel, damit ihr das besser erkennen könnt.
Ihr seht hier diesen Fade-Look, den ich eben nicht hinbekommen habe. Hier habe ich die Tinte hingegossen und dann hier diese Propanol und dann in die Richtung gemacht und tüdel. Ich möchte aber, dass sich das hier ein bisschen mehr verblendet. Deswegen mache ich noch mehr Alkohol rein.
So, ich glaube, jetzt bin ich fertig. Ich glaube, ich mache noch ein Bild mit euch. In Blautönen, weil ich finde das jetzt nicht so schön. Aber wie gesagt, ich bin in diesem Bereich noch kein Vollprofi, sondern eher in Untersetzer machen. So, ich zeige euch das mal. Und man sollte seine Tintenkunstwerke, sag ich mal, imprägnieren. Und zwar gibt es da viele Sprays und Möglichkeiten. Ich werde euch dazu ein Video verlinken, weil ich das noch nicht gemacht habe. Unvorbildlich. Denn Alkoholtinten sind nicht so UV-stabil. Also wenn ihr das ein Bild mehrere Jahre hängen habt, kann es sein, dass die Farbe sehr stark verblasst. Und ich habe übrigens jetzt den Föhn benutzt, und zwar auf der geringsten Stufe, auf kalt. Und ihr seht, der hat die Farbe schon extrem schnell überall hingepustet. Deswegen ist auch so ein Reiseföhn viel praktischer. Ich glaube, wenn ich den hätte, dann hätte ich auch die Möglichkeit, schönere Bilder zu machen. Wobei es manche Künstler auch mit einem fetten Föhn hinbekommen. Vielleicht ist das dann doch Übungs- und Talentsache. Ich bin mir noch nicht sicher. So, ich werde jetzt ein Jupo-Paper nehmen. Dann seht ihr das mal auf zwei unterschiedlichen Medien. Und ich glaube, blaue Gold machen, weil viele auf Instagram haben mich angeschrieben, ob ich nicht zeigen kann, wie ich das mache. Und die sind jetzt locker voll enttäuscht, weil ich irgendwas Rot-Lilanes gemacht habe. Deswegen versuche ich noch ein bisschen das nachzuahmen. Aber wie gesagt, auf dem Jupo-Paper bin ich nicht ganz so das Talent. Und ja, dafür werde ich jetzt meine Copics benutzen. Und zwar sind das die Farben 4, B39 und B93. Und das Silber von Octopus Fluids. Ja, ich hau einfach mal rein und ihr schaut zu. Ihr könnt mich auch auf Instagram besuchen, Marmelade Science. Und mir Feedback geben, gerne. So, wie fangen wir an? So sieht es aus, wenn man es pustet. Aber ich habe das Bild auf Instagram jetzt nicht gepustet. Ich werde euch das verlinken, wenn das geht. Ja, schauen wir mal. Lassen wir das mal so. Mal gucken, was passiert. Übrigens sieht es so aus, wenn man es drauf tropft, ohne Isopropanol. Ist halt sehr stark pigmentiert. Ich habe es zweimal gepustet und direkt kriege ich was mit dem Kreislauf. Okay, reicht jetzt mit dem Experimentieren. Lass mal anfangen.
Und jetzt sieht auch schon schön aus. Ihr seht ja, das ist hier ein bisschen pink geworden. Ich glaube, das kommt dadurch, dass wir davor ein pinkes Bild gemacht haben. Das ist wahrscheinlich ein bisschen auf die Unterlage. Das ist übrigens eine Mülltüte gekommen. Und das ist offenbar irgendwie hier vom Rand her, also von der Kante, auf mein Bild gekommen, hat sich vermischt. Damit ihr den Fehler nicht auch macht.
Das Schönste, was ich bei Yubi Baby geschafft habe. Also, wie gesagt, es ist kompliziert, bei so einer kleinen Fläche auf das ganze Alkohol und die Tinte aufzupassen. Also, ich weiß nicht, ob man das im Video sehen konnte, aber hier ist mein Gold hingeflossen. Und genau, was ich noch gesehen habe, was manchen gefallen könnte, ihr habt ja manchmal gesehen, manchmal ist das Isopropanol so gespritzt und dann hatte ich so weiße Punkte. Manche nehmen einen Pinsel und dann tunken die das in Isopropanol und dann machen die so Muster zum Beispiel. Das sieht richtig schön aus, könnt ihr auch mal ausprobieren. Also es ist jetzt alles nicht perfekt geworden, aber damit ihr ein Bild davon habt, wie das alles so funktionieren kann. Es sieht so mega einfach aus bei diesen Künstlern auf Instagram und sonst was. Und als ich das dann angefangen habe, dachte ich mir, der hell, das ist richtig kompliziert. Man muss wieder wissen, was man da tut. Aber egal, Übung macht den Meister. Und ihr habt bestimmt diese schönen Bilder gesehen, wo so verschiedene, also viele Schichten und Reihen sind, wie so der Baumstamm von einem Baum, ne? Und das machen die so. Ich habe die Technik auch noch immer nicht drauf. Also hier Alkohol mit Tinte. Und dann gehen die einfach die ganze Zeit so drumherum. Die ganze Zeit. Und dadurch entstehen diese Schichten.
Ja, und ich habe das so ein Prozessvideo gesehen, aber es war immer mit einem Reiseführer. Deswegen habe ich Hoffnung, dass wenn ich mir das kaufe, dass das damit klappt. Also, wenn ihr Fragen habt, stellt die ruhig unter diesem Video und lest euch die Beschreibungen durch, weil manchmal ergänzt sich da Sachen und ja, und ihr findet die ganzen Links dort. Und wenn ihr auch Interesse an Resinkunst, also Kunstharz habt, dann guckt ruhig in meinen Kanal, da sind auch ganz viele Videos. Und schaut in meinen Amazon-Link, da, wie gesagt, habe ich so eine richtig gute Übersicht. Ich bin richtig froh, dass Amazon sowas anbietet, das ist echt mega praktisch. Ja, ich freue mich, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und viel Spaß beim Gestalten.